Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Jetzt kommt's. Die Kollektoren wollen es wirklich wissen. Angriff hat nicht funktioniert. Zu spät, jetzt bist du tot noch ein. Sie haben einen Prätorianer auf uns gehetzt. Aber einen, der nicht ganz so stark ist wie der auf Horizon, kommt mir zumindest so vor. So, das war's mit dem Prätorianer. Perfekt. Er und der Rest des kaiserlichen Gefolges sind kein Problem mehr für uns. Deswegen lagen jetzt überall schwere Waffenmunition rum. This makes sense. Edie, wir haben hier ein Problem. Vorübergehender Ausfall von Firewall 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164 um. Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Ich halte sie so lange wie möglich offen. Hey, da unten. Sind wir da reingekommen? Jetzt müssen wir bald draußen sein. Ja, das ich hoffe mal. Voll. So, Tech-Schaden. Okay, hier geht's wohl nicht weiter. Okay. Das gehen wir jetzt ganz taktisch an. Angriff! So muss es sein. Direkte Intervention ist notwendig. Wir sind die Vorboten ihres Schicksals. Ach Gott. Wie dieser Vorbotentyp ankotzte. Okay, ich sollte vielleicht mal irgendwo Deckung suchen. Sie können sich nicht widersetzen. Auf sie wartet die Außenbeschaffung. Ich weiß, dass das ist ja mal sauber nach hinten losgegangen. Alter, ist ja jetzt auch mal wieder gut, Junge. Sie werden den Schmerz kennenlernen, Shepard. Wir sind die Vorboten ihres Schicksals. Wovon wird Miranda eigentlich so platt gemacht? Das sind noch Typen. Okay, ich geh auch mal kurz ganz entspannt in Deckung. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ach komm. Aber sicher. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Wenn ich dich verreißen muss, Shepard, dann werde ich es tun. Ja. Ja, halt die Schnauze. Ach, gut, dass er nicht nervt, der Vorbote. So, hier geht's aber jetzt raus. Ich will ja nicht drängen, aber diese Waffen werden in Kürze online sein. Schlage Laufschritt vor, nur damit wir hier wegkommen, bevor sie die Normandy in Stücke schießen.
Okay, ich glaube, die Hubs kommen jetzt hier unendlich. Ach, da ist das Shuttle. Wir haben keine Zeit mehr, Commander. Wir müssen hier weg. Sie haben den Mann gehört. Alle an Bord der Normandy. Los! Jetzt aber raus hier. Anschnallen, Leute! Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Oh oh. Déjà vu. Ich kann nicht endlos ausweichen, Edi. Bringen Sie uns hier weg. Erbitte Zielangabe, Mr. Moreau. Ganz egal, nur weg von hier. In Ordnung. Aktiviere Masseneffektkern. Puh. Das war für meine Verhältnisse doch ein bisschen zu actiongeladen. Erfahrung erhalten, 1000 Gruppenpunkte 2, Missionszusammenfassung, entscheidende Informationen über Kollektoren und das Omega-4-Portal erhalten, durch Shepards Flucht kennt der Vorbote die Ausmaße unserer Fähigkeit, man muss dagegen neue Taktiken entwickeln. Muss vorsichtig sein, denn das Informationsnetzwerk des Vorboten könnte an das von Cerberus oder des Shadowbrokers heranreichen. Zudem scheint es unmöglich zu sein, seine Fähigkeit zur Vereinnahmung von Handlangern zu unterbinden. Edis Arbeit dabei war jedoch großartig und beweist, wie wertvoll eine kontrollierte KI sein kann. Schoßhintentraining, Schadensschutz, Tech-Schaden, Credits, Element Zero und natürlich Bericht schließen. Oh ja, das würde ich gerne. Bin nämlich jetzt ein bisschen pisst auf den Unbekannten. Shepard, Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war. Edi hat gesagt, das Notsignal kam von den Kollektoren. Sie haben uns hintergangen, wie ich es erwartet hatte. Wir sind im Krieg. Die Kollektoren verschleppen Menschen. Und jede vergeudete Sekunde hilft dem Feind, sich vorzubereiten. Ich weiß, worum es hier geht. Aber obwohl wir auf derselben Seite stehen sollten, kann ich Ihnen nicht trauen. Ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Sie hätten mir von dem Plan erzählen können. Sie sagen, ich sei wichtig und tun doch ihr Möglichstes, mich umzubringen. Die Kollektoren mussten glauben, dass sie im Vorteil waren. Sie hätten die Wahrheit an vielen Details erkennen können, wenn ich sie vorher informiert hätte. Außerdem hätte ich sie nicht da reingeschickt, wenn ich Zweifel an ihrem Erfolg gehabt hätte. Ich setze meine Leute nicht aufs Spiel. Es gibt immer Alternativen. Sie mögen ihre derzeitige Rolle nicht. Würde mir auch so gehen. Aber die Fakten geben mir recht. Auch wenn Sie solche Entscheidungen vermeiden wollen, müssen sie getroffen werden. Aber viel wichtiger ist doch, es hat sich gelohnt. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Ich war gerade auf einem Schiff der Kollektoren. Warum haben Sie nicht gesagt, dass wir dort das FFS suchen sollen? Wie gesagt, Edi hat es gerade erst bestätigt. Außerdem hätten Sie zur Beschaffung nicht genügend Zeit gehabt. Aber uns bleiben andere Optionen. Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist. Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt
und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält. Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen. Ich habe gesehen, was die Sovereign mit der Flotte der Citadel gemacht hat. Kaum vorstellbar, dass man etwas so Mächtiges überhaupt aufhalten kann. Das Schiff ist ein Relikt aus einem Krieg. Zu einer Zeit, als auf der Erde die Säugetiere ihre ersten Schritte gemacht haben. Von der Spezies, die geschossen hat, gibt es keine Spur mehr. Vielleicht war es ihr letzter Widerstand, bevor sie ausgelöscht wurde. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht einfach reinschneien und ein Päckchen abgreifen. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edie, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Es gab wirklich keine andere Möglichkeit. Hoffen wir mal, dass dieses FFS funktioniert. Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen. Edie macht keine Fehler. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich irgendwo im Kern der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes. Und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet das nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. So ist es. So, jetzt ganz viel gequatscht hier im Spiel. So, das Reaper FFS beschaffen. Das müssen wir ja nicht jetzt tun. Wir haben noch genügend andere Sachen. Weil wir hieraus eine Quatschfolge gemacht haben. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Na, wahrscheinlich nicht nur eine. So, einmal Schadensschutz. Und einmal den Tech-Schutz. Tech-Schaden, so rum.
So, genügend Forschungsdingens haben wir ja. So, Prototypen, was haben wir noch? Fortgeschrittenes Training. Okay, 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 okay. Passt. Schauen wir jetzt erstmal noch was. So, Upgrades. Ungelesene Nachrichten. Schauen wir mal. Ausgangspunkt der Blue Suns Hinterhalte gefunden. Von Cerberus Oberkommando. Wir gehen gerade die Informationen durch. Gute Arbeit übrigens. Wir haben die Koordinaten der Basis gefunden, wo die Strontium Mule den Blue Suns in die Falle gegangen ist. Blue Suns locken in der Tat mit falschen Notsignalen Frachter in die Nähe ihrer Basis, um sie dann zu überfallen und auszurauben. Wenn sie dorthin fliegen und ihren Sender außer Gefecht setzen könnten, wäre das für die Händler eine große Erleichterung. Und dem Blue Suns als Ganzes würde es einen empfindlichen Schlag versetzen. Quelle des Signals befindet sich auf dem Planeten Sanctum, Decorus System, Sigurds Wiege. Wir haben die Koordinaten in den Navigationssystem hochgeladen. Danke, von Leslie. Ich bin Leslie. Ich war auf Aea. Das Essen machte mich krank. Die Ärzte helfen mir jetzt. Ein Arzt kennt Jacob. Er sagt, er kann Ihnen das sagen. Kann das nicht für mich schreiben, aber ich will es selbst tun. Ich muss meine Worte benutzen. Meine Worte kommen zurück. Ich kann gut reden. Lesen ist schwer, aber es wird besser. Es muss besser werden. Taylor wollte, dass ich so werde. Er wollte, dass meine Worte weg sind. Ich muss ihm zeigen, dass er verloren hat. Ich bin nicht schwach, er hat mir Dinge angetan und jetzt kann er das nicht mehr. Er kann nicht meine Worte nehmen, er kann nicht machen, dass ich nicht bin. Weil sie und Jacob ihn aufgehalten haben. Danke, von Leslie. Ja, keine Ursache, Leslie. Habe ich gern gemacht. So, ja, jetzt, komm, jetzt reden wir noch schnell mit Grunt. Mit Jack können wir auch noch reden. Aber erst mal mit Grunt. Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Ja, so geht's mir auch öfter. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Reine Kroganer sind vielleicht aggressiver als normale. Ich halte das nicht für eine besonders bemerkenswerte Veränderung. Mir egal, ob das normal ist. Ich fühle mich jedenfalls nicht so. Ich bin das nicht gewöhnt, diesen Lärm. Ich will Kontrolle. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Besser als ein Mondkalb zu sein. Edi. Haben Sie Informationen über Kroganer-Krankheiten, die so etwas hervorrufen könnten? Cerberus hat einige Autopsieberichte im Archiv, aber nichts über einen lebenden Kroganer dieses Alters und in diesem Zustand. Kroganer gewähren nur selten Einblick in ihre medizinischen Aufzeichnungen. Mein Volk wurde von Ärzten in Laboren besiegt. Sie würden nie zulassen, dass derartige Informationen unsere Heimatwelt Ushanka verlassen. Tja, dann fliegen wir dahin. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. So, mit dem Clan-Anführer reden. Fliegen Sie nach Tuchanka, der Heimatwelt der Kroganer im Akala-Cluster. Und da quatschen wir dann... Also, da schauen wir mal, was der Grund für Grunts Wutausbrüche ist. Und beim nächsten Mal reden wir mit Jack... Und hoffen, sie rastet auch nicht vollkommen aus. Bis dahin. Ciao, Leute.